Herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Video möchte ich dir meine Neobeats-Erfahrungen von Marvin Alberg teilen. Ich möchte darauf eingehen, ob man damit wirklich sein Bewusstsein erweitern kann. Und wenn du im Laufe des Videos merkst, Neobeats könnte was für mich sein, dann habe ich dir einen Link in der Videobeschreibung hinzugefügt. Dort kannst du nämlich Neobeats für 7 Tage kostenlos testen. Und legen wir doch einfach mal direkt los. Ich befinde mich hier bereits im Mitgliederbereich. Wie du siehst, ist es simpel aufgebaut, ähnlich wie andere Plattformen wie Netflix oder Spotify, Deezer oder was auch immer. Das ist so im Prinzip gleich aufgebaut. Man findet hier oben dann die Themen. Hier geht es los mit kürzlich hinzugefügt. Dann geht es hier weiter mit Schlaf, Meditation, Entspannung. Und so ist jeder Themenbereich eingegliedert. Dann gibt es noch weitere Bonis, die mit dabei sind. Aber uns interessiert es einfach mal nur diese Neobeats. Und wir gehen einfach mal direkt rein in den Bereich Meditation. Den fand ich persönlich ziemlich entspannend und habe auch etwas Positives gemerkt in der Zeit, wo ich das getestet habe. Du findest hier verschiedene Bereiche. Einmal hier, tauche in die Welt deiner Inspiration ein, löse deine Probleme in Luft auf und so weiter. Was mich interessiert hat, war hier unten Kundalini Rise, aktiviere dein Kundalini. Und hier gehen wir mal drauf. Und hier findest du dann die Audiodatei, hier unten findest du den Player und da kannst du es dir dann direkt anhören. Kundalini beschreibt die sogenannte Schlangenkraft. Es ist quasi eine ätherische Kraft im Körper des Menschen und man kann diese eben durch Meditation erwecken. Und mit diesen speziellen Frequenzen, die in der Kombination mit der Meditation zusammenwirken, soll es eben besonders gut wirken. Das Ganze hat eine Laufzeit von 45 Minuten. Und man braucht unbedingt einen Kopfhörer, damit die Frequenzen auch am besten ankommen. Dabei solltest du natürlich auch entspannen. Und ohne viel zu reden, ich lasse dich einfach mal ein bisschen reinschnuppern, wie sich sowas anhört. Ich klicke hier mal auf Play. Okay, so viel mal hierzu. Also wie du gehört hast, ist es ziemlich entspannend und diese spezielle Frequenzen laufen im Hintergrund ab. Und ja, so ist es eigentlich immer aufgebaut. Dann kannst du dir jeden Tag sowas anhören und dann kannst du selber mal schauen, ob das was bei dir bringt oder nicht. Ich persönlich habe gemerkt, dass es mir etwas gebracht hat. Allerdings muss man hier die Kirche im Dorf lassen. Ich denke, so etwas wirkt bestimmt gut unterstützend, wenn man sich gerade auf einem Weg befindet für ein bestimmtes Ziel. Also zum Beispiel, du willst produktiver sein oder du willst dich mehr entspannen, dann können diese Audios hier definitiv unterstützend wirken, so finde ich das. Also es ist definitiv nicht die Wunderlösung für alles. Und diese Gehirnwellen, beziehungsweise auch Brainwave genannt, ist einfach sozusagen ein Reizreaktionsmuster. Das Gehirn reagiert einfach auf die Frequenzen und synchronisiert sich damit, das steckt da dahinter. Und dieses Entrainment stammt aus der Physik, der Begriff, und es beschreibt eben diesen Effekt, der bei der Synchronisation auftritt. Also die Gehirnwellen werden mit externen Frequenzen synchronisiert und da kannst du halt eben die unterschiedliche Bewusstseinszustände induzieren. Wenn du die Audio hörst, dann wird das Ganze über die Nervenbahnen an unser Gehirn weitergeleitet und das Ganze dann wieder mit einer elektrischen Entladung auf diesen Impuls reagiert. Und ich weiß, es klingt ziemlich nach irgendeinem spirituellen Kram. Es ist aber so, dass es einfach Wissenschaft ist. Das konnte man auch schon nachweisen. Also wenn man den Quellen glaubt, die ich so gefunden habe hier auf YouTube, dann hat es definitiv einen Einfluss auf das Gehirn. Und wenn man dem Ganzen glaubt, dann haben bestimmte EEG-Messungen herausgefunden, dass das Gehirn in gewissen Bewusstseinszuständen in einem bestimmten Herzbereich sich eben befindet. Und wenn man eben diese Reize gibt, wie zum Beispiel bei den Neobeats, bei den Frequenzen, dann reagiert das Gehirn permanent darauf. Und ich persönlich sehe das einfach als Unterstützung, was man auf jeden Fall längerfristig machen sollte. Man könnte hier natürlich noch tiefer eingehen in diese Thematik, dass es verschiedene Gehirnwellen gibt. Es gibt Delta-Wellen, Theta-Wellen, Alpha-Wellen, Beta-Wellen, Gamma-Wellen. Aber ich glaube, das würde einfach den Rahmen des Videos sprengen. Ich persönlich habe gemerkt, dass ich alleine durch das Kundalini Rise, was ich hier getestet habe, habe ich einfach gemerkt, dass es mich
stimuliert, dass ich entspannter bin und irgendwie auch das Gefühl habe, dass ich positiver denke. Ist natürlich nur ein Empfinden, es ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig, aber ich habe schon den Eindruck, dass es auf die Gefühle wirkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich alle meine Probleme weggehört habe mit diesen Audios. Ich kann dir einfach empfehlen, das Ganze mal zu testen. Wie gesagt, den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Du solltest dir keine zu großen Erwartungen machen. Man muss hier echt die Kirche im Dorf lassen, so wie ich es gesagt habe. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Erfahrungsberichte, wo wirklich unglaubliche Resultate damit stattgefunden haben sollen. Aber wie gesagt, ich empfehle es dir einfach mal zu testen. Und wenn du natürlich noch Fragen hierzu hast, dann schreib mir diese in die Kommentare. Und ich hoffe, dieser kleine Einblick konnte dir etwas weiterhelfen und meine Meinung hierzu. Und vielen Dank fürs Zuschauen.